Der Energy Banküberfall. Söhnleins Kinotipps. Praline schachtet auf. Mikrofon. Text. Meine Mama sagt immer, ins Kino geht ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Ich bin Söhnlein B und du kommst mir wahnsinnig bekannt vor. Wie heißt du? Laura. Das solltest du aber eigentlich wissen. Unangenehm. Ich wollte dir erzählen, was es Neues im Kino gibt. Hast du kurz Zeit? Ich meine, du sitzt hier so leger. Ja, ja, hast du Zeit? Okay, cool. Als erstes würde ich dir gerne vorstellen, Snitch, ein riskanter Deal, ist der neue Action-Thriller mit Dwayne The Rock Johnson. Kennst du den? Ja. Wer kennt ihn nicht? Und ich liebe diesen Kerl sehr. Es basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht um einen Familienvater, der, um seinen Sohn zu beschützen, geht er undercover und will einen Drogenboss, ja, ein Kartell fertig machen und unterwandern. Und wir schauen uns mal den Trailer an, okay? Arbeiten Sie für uns, dann gehören Sie zur Familie. Das betrifft natürlich auch Ihre Frau und Ihr Kind. Das ist der letzte Job. Wenn Sie den zu Ende bringen, wird der Richter Ihren Sohn sofort freilassen. Ich liebe dich, Jason. Du hast einen Deal mit den Bullen, Mann. Was glaubst du, was passiert, wenn das Kartell mitkriegt, dass du ein Informant bist? Laura, was sagst du dazu? Irre. Irre? Irre. Tolle Reaktion. Ja, ist auch wirklich ganz toll. Und ich liebe ja Dwayne The Rock Johnson oder wie ich auch gerne mal sage, Rock the John Dwayneson. 4 Popcorn-Tüten von möglichen 5 kriegt der Film. Weil, das, weißt du, ne? Hast ja gesehen, coole Typen, coole Action und sowas und voll geil. Ich hab noch mehr. Möchtest du noch mehr? Klar. Klar, sagt sie. Es geht um Before Midnight. Ist die zweite Fortsetzung von einer wunderbaren Romanzenreihe mit Julie Delpy und Ethan Hawke. Es geht um ein Pärchen. In den ersten beiden Teilen ging es darum, wie sie sich kennengelernt haben. Jetzt im dritten Teil geht es darum, wie sie mit ihrem Leben klarkommen. Haben inzwischen Kinder und so weiter. Und du bist noch sehr, sehr jung. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Aber wir schauen uns mal den Trailer an. Ja, das ist ganz, ganz zauberhaft. Weißt du noch, wie du die Mädchen mal eine halbe Stunde zu spät von der Schule abgeholt hast und total gestresst warst, weil dir klar war, dass sie auf dem Spielplatz auf dich warten und nicht wussten, ob dir was zugestoßen ist? Und genau so fühle ich mich ständig. Ich habe früher mal gesungen, Gitarre gespielt und Songs geschrieben. Ich habe kaum Zeit zum Nachdenken. Jetzt weiß ich, wieso Sylvia Plath ihren Kopf in einen Toaster gesteckt hat. Das war ein Ofen. So, da wurde ja jetzt schon viel geredet im Trailer. Im Film ist es natürlich dann Gerede auf Spielfilmlänge. Was sagst du dazu? Joa, ganz schön langatmig vielleicht oder schwer. Nein, gar nicht. Die ersten beiden Teile hast du nicht gesehen davon, demnach? Nein. Okay, musst du nachholen und dann den gucken. Weil der schrammt ganz knapp an der Höchstwertung vorbei. Der kriegt 4,5 Popcorn-Tüten von möglichen 5, weil das sind wahnsinnig tolle Schauspieler und ein schönes Drehbuch und das macht ganz viel Spaß. Und du musst das gucken. Okay. Jetzt kommen wir zum Film der Woche. Ja, als letztes. Und da musst du vielleicht ein bisschen stark sein. Wie steht's mit Science Fiction? Ja, doch. Will Smith? Ja. Sein Söhnchen? Nee. Nee, ne? Ah, da haben so einige Probleme mit dem jungen Herrn. Ich auch, aber dazu gleich mehr. Der Film heißt After Earth. 1000 Jahre nachdem die Erde unbewohnbar für die Menschheit geworden ist, macht ein legendärer Soldat mit seinem Sohn auf dem gefährlichsten Planeten des Universums eine Bruchlandung. Gefährlichster Planet des Universums? Die Erde. Der Junge muss sich durch den Dschungel kämpfen, irgendwie 100 Kilometer, und dabei aufpassen, dass er nicht gefressen wird. Wollen wir das hier überleben? Denk immer daran. Die Angst ist nicht real. Sie ist das Produkt deiner eigenen Gedanken. So, komm, Laura. Ja, doch. Also, das Söhnchen ist nicht so meins, aber doch würde ich mal angucken. Tu das bitte, denn der Film ist tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Der wird weltweit wird er irgendwie von allen verrissen. Ich glaube, das liegt daran, dass viele, viele den Sohn nicht mögen. Ich auch nicht. Und in der ersten Szene habe ich noch gedacht, oh, der kleine. Aber der macht es wirklich ganz, ganz toll und es ist ein wirklich richtig tolles Science-Fiction-Abenteuer. Will Smith ist sowieso super. Manche Leute sind jetzt irgendwie sauer, dass er ja angeblich so viel mit Scientology zu tun hat und da irgendwie eine Scientology-Message drin ist. Ist gar nicht. Ist ein Weltraum-Abenteuerfilm und ein richtig guter. 4 Popcorn-Tüten von möglichen 5 für unseren Film der Woche After Earth. Laura, junge Dame, das war's schon von meiner Seite. Also ich packe da noch ein und jetzt kommt's ja noch. Pass mal auf. Freikarten für unseren Film der Woche. Kannst du schön ins Kino gehen, wo immer auch du willst. Wo immer auch du willst. In meinem Kopf hat es Sinn ergeben und ich hoffe für dich auch. Dankeschön, Laura. Danke. Ich hau jetzt ab. Gib mir meine Kopfhörer. Ich nehme meinen Mist und bin dann weg. Tschüss. Die kam mir wahnsinnig bekannt vor, aber ich weiß nicht.